Xbox. Da 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 da. Döp. Döp döp. Der Bildschirm wird schwarz. Bla, blub. However, whatever. Ein herzliches Willkommen und so von eurem Herringway. Wir spielen heute ein kleines Xbox-Spiel, welches mich jetzt schon im Vorfeld so ein paar kleine Nerven kostet. Aber dazu gleich mehr. Den Anfang überspringe ich jetzt einfach mal. Und da sind wir theoretisch auch schon drin. Das Problem ist, zunächst einmal, wir spielen hier Conker's Bad Fur Day, beziehungsweise Conker Live and Reloaded. Conker Live and Reloaded ist ein Spiel, welches damals für die Xbox erschienen ist und welches, muss ich sogar zugeben, ja, kann ich einfach mal zugeben, welches auch eigentlich der Hauptgrund war, warum ich mir damals die Xbox gekauft habe. Ist ganz komisch. Ich bereue es nicht, weil mittlerweile bin ich auch, ja, irgendwie bei der Xbox hängen geblieben und es sind ja auch einige andere nette Spiele für die Xbox erschienen. Von daher passt das schon irgendwie. Aber wie dem auch sei, das war damals der Grund, warum ich mir die Konsole angeschafft habe. Conker Live and Reloaded. Ich wollte es unbedingt haben, weil ich es gesehen hatte und ich es extrem witzig fand. So, was ist nun der Witz bei Conker Live and Reloaded? Zunächst einmal ist es eigentlich, ja, kann man so sagen, beziehungsweise sollte man so sagen. Im Prinzip ist es ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, dieses Spiel wurde in dem Sinne dafür konzipiert, um eben Xbox Live ein bisschen zu pushen und ja, im Online-Modus großartig für Furore zu sorgen. Aber im Endeffekt habe ich es mir nicht deswegen gekauft, weil den Online-Modus finde ich offen gesagt auch ein bisschen blöd. Ich habe den jetzt auch nicht so sonderlich häufig gespielt oder so. Ich finde den Multiplayer-Modus an sich hier in dem Spiel ein bisschen Banane. Darum geht es hier eigentlich auch gar nicht. Was das Besondere an diesem Spiel einfach ist, ist, dass hier bei Conker Live and Reloaded das damalige Nintendo 64-Spiel Conker's Bad Fur Day komplett mit enthalten ist und das Ganze in einer grafisch ansprechenderen Version hier eben präsentiert wird. Und wir wollen hier eben Conker's Bad Fur Day, beziehungsweise Reloaded, in dem Sinne dann eben hier spielen. Wir wollen es anzocken, wir wollen es durchspielen und ja, das Ganze war übrigens ein Userwunsch von Tryzer und ich hoffe, er freut sich jetzt total, dass wir jetzt loslegen mit diesem Spiel und wir starten jetzt einfach mal Spiel 1. Zunächst einmal könnte man aber noch hervorheben, dass der Optionenraum praktisch, wo man die einzelnen Spielstände und sowas, ne, anlegen kann und angucken kann, das sieht alles schon mal sehr nett aus. Diese ganzen Charaktere, die wir hier im Hintergrund sehen, die werden wir denen werden wir jetzt im Spiel auch noch so nach und nach begegnen und es wird sehr lustig werden. Aber wie dem auch sei, wir wollen jetzt anfangen. Und zwar wollen wir, ja, das muss ich kurz löschen, weil ich eben gerade was getestet habe. Das Problem ist, ich hatte es erwähnt, im Vorfeld hat es mich jetzt ein paar Nerven gekostet. Ich musste das Spiel jetzt dreimal neu starten. Beim ersten Mal hat das Spiel unglaublich geruckelt, aus irgendwelchen Gründen. Beim zweiten Mal konnte ich wenigstens ein paar Knöpfe drücken und mal das Intro überspringen, was dann ja nicht mehr geruckelt hat irgendwie. Und also das Intro vor dem eigentlichen, also das, wo das Microsoft-Logo und sowas kam, was ich jetzt eben gerade weggedrückt habe, das hat so unglaublich geruckelt. Das Spiel selber scheint zu funktionieren. Also ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Wie gesagt, es ist ein Original-Xbox-Spiel und ich spiele es hier eben auf der Xbox 360. Vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen. Ich habe keine Ahnung. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt ein neues Spiel an und wir starten mit Conker's Bad Fur Day, beziehungsweise Conker in Klammern Live and Reloaded. Microsoft präsentiert. Dam, 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 dam. Ein Rare-Spiel. Dam, 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 dam. Depp, depp, depp. In den Hauptrollen Conker und Barry. Ja. Dann hätten wir damit ja jetzt schon mal die Eckpunkte abgehakt. Und wir können uns jetzt dem Intro widmen. Und diesem wunderbar schnucklig böse schauenden drolligen Eichhörnchen mit der süßen kleinen Krone auf dem Kopf. Oh mein Gott, ist das ein böses Eichhörnchen? Ja, es ist ein böses Eichhörnchen. Das Eichhörnchen wird jetzt ein bisschen was erzählen gleich, weswegen ich jetzt meine Klappe halte und genießt einfach das Intro. Conquer the king, king of all the land.
Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who were those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. What a day that was. It's what I call a bad fur day. Ein Tag, an dem einfach alles schief ging. A bad fur day. Wirklich, ich bete und hoffe, dass ihr des Englischen mächtig seid, wenn ihr dieses Video hier anguckt, weil die Sprachausgabe in dem Spiel ist einfach ultra genial und die deutschen Texte kommen da auch nicht mal ansatzweise ran, aber naja, wie gesagt, achtet am besten eher drauf, was die Leute sagen, anstatt das, was da auf dem Bildschirm steht. Es kommt um einiges besser, sagen wir es mal so. Hi, you've reached like Barry's place. I'm not available to answer the phone, obviously. However, if you leave your like name and number and they sound cute, I may ring you back. Ciao. Hi, Barry. Hello. Barry, if you never pick up. Hello. Oh, anyway, look. I'm gonna be a bit late. Well, met up with a couple of the guys, and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway. I'll see ya. Love you. I think she bought it. Conker, put the phone down. Oh, right. Whose round is it? Yours. What, again? Okay. Can someone lend me a fiver? I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. I gotta go home. I'll go this way. No, that's the toilets. No, this way. Yeah, that's better. Oh, it didn't look too good tonight. Ooh, hang on a sec. Sorry about that, old chap. Gotta go. Dam, 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 dam. Es geht noch weiter mit den Sequenzen, glaube ich zumindest. Der Spiel lebt aber auch so ein bisschen davon. Also wenn ihr kein Fan von Sequenzen oder sowas seid, dann wird das nicht viel was für euch sein. Also sagen wir es einfach so. Can't quite make it out. Anyway, it seems pretty familiar to me. This way, I suppose. Achtung, das ist ein dramatischer Moment. Nur so nebenbei. Oh.
Unfasslich. Dieser Tisch hat es gewagt, die Milch zu verschütten. Ja. Ganz, ganz grausam. Aber ihr werdet sehen, das wird noch wichtig sein. Also. Und schon sind wir im Spiel. Ja, gut, ging dann doch schneller irgendwie als gedacht. Also, das hier ist Conker's Bad Fur Day, beziehungsweise, also, Live and Reloaded. Ich sage immer Conker's Bad Fur Day einfach dazu, okay? Ich weiß, es ist nicht die originale Nintendo 64-Version und so weiter und so fort, aber naja, es ist halt ein Remake. Im Endeffekt ist es dasselbe Spiel in grün. Wir sind jetzt jedenfalls Conker und wir spielen auch die ganze Zeit in diesem Spiel Conker. Und Conker ist ein kleines, saufendes, kotzendes, unflätiges, böses Eichhörnchen, welches aber unglaublich putzig und rollig aussieht. Und ja, man muss Rare einfach mal ein Kompliment dafür machen, dass sie tatsächlich auf die Idee gekommen sind, so einen Videospielcharakter irgendwie zu erschaffen. Und ich meine, damals zur Nintendo 64-Zeit, als sie das Spiel herausgebracht haben, war das irgendwie auch eine sehr mutige Entscheidung. Ich meine, Rare hat im Vorfeld mit Banjo-Kazooie, ja, mit Banjo-Kazooie unter anderem dann eben bewiesen, ne, oder Diddy Kong Racing, sie können unglaublich knuddelige Spiele machen, die auch verdammt gut sind. Also haben sie es mit dem Spiel mal einfach mal versucht, von der eigentlichen Richtung mal so ein bisschen abzuweichen, trotzdem irgendwie was Knuddeliges zu machen, aber das auf eine relativ böse Art und Weise. Was dabei herausgekommen ist, ist ein unglaublich gutes Spiel, kann man so sagen, was, ja, ein bisschen das Storytelling angeht, beziehungsweise einfach die Sequenzen und das Charakterdesign. Also das Charakterdesign in diesem Spiel ist praktisch unübertroffen, weil die ganzen Charaktere, die man noch kennenlernen wird, also ihr werdet es lieben, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann gehört ihr wahrscheinlich zu einem ganz großen Teil der Bevölkerung, weil dieses Spiel hat sich damals nicht sonderlich gut verkauft auf dem Nintendo 64, was eben an der Zielgruppe auch so ein bisschen lag. Es wurde für dieses Spiel zum Beispiel auch Werbung gemacht im Playboy und ich meine, wie viele Playboy-Leser haben damals einen Nintendo 64 besessen? Also es waren jetzt vielleicht nicht so sonderlich viele. Das ist alles so eine Sache, die man vielleicht mit einbeziehen sollte in derlei Überlegungen und ja, egal. Wir sind jetzt jedenfalls Conker, wir sind gerade aufgewacht, wir sind irgendwo und wir wollen eigentlich nur nach Hause, um endlich unseren Rausch auszuschlafen und wir gehen jetzt hier einfach mal so entlang und ja, mal gucken, ob wir hier irgendwie irgendwo jemanden finden, der uns mal so sagen kann, wo wir eigentlich so sind. Oh mein Gott. Can you help me? I need to get home and go to bed, because I don't feel very well at all. Oh, no. Oh, so you can't help me at all? Yes, I can. Maybe. Okay. What's your name? Beardy. Beardy? You haven't got a beard. No. Birdie. I'm scared. This is good. Okay, Birdie. So can you help me? Right. Let's step over here. Birdie, I scare birdies. Ich liebe es, tut mir leid. Wir sollen jetzt jedenfalls hier mal so vorbeikommen und dann, ja. You see those buttons? Actually, you'll find that, they're called context sensitive. And, well, actually, they, press B. Press B. Oh, yeah, the light comes on. And it makes this noise ting! Ting noise! Nice ting. Knock ting. That's it. That's it? Yeah. Okay, I'll press B.